So, hallo an alle zur nächsten Folge Magic Craft Nummer, lass mich rechnen, 27? 27? 27? 27? Könnte irgendwie so sein. Wir waren weiter am Erforschen, irgendwie so halb nebenbei. Und ich wollte auch mal ein bisschen versuchen, was selbst zu machen. Irgendwie. Ja, ich bin nur gerade am Tisch. Komm, wenn nicht, machen wir uns einen zweiten Tisch, dass jeder so einen eigenen hat noch irgendwie. Du kannst ja gerne, du machst dir einen zweiten Tisch hier hin, hier. Gut, müsste ich ja nur kurz gucken, wie der noch geht überhaupt. Da kann ich dir helfen. Also du brauchst erstmal drei Tische. Drei normale Tische. Coachman kann ich dir geben. Krieg ich überhaupt normale Tische hin? Normale Tische? Die musst du mit Half-Steps und Holzblöcken machen. Also zwei Holzblöcke links, rechts und dann die Half-Steps als Tischplatte drüber. Das. Ach so, okay, ja. Moment, Moment, Moment. Krieg das ich sind hin? So Sachen, die sind so fast selbsterklärend. Dann hole ich schnell mir Eisen-Ingots. Dann mache ich den Cauldron. Ach, komm, das hängt. Das wird Wollt cool. Mal Half-Steps links und rechts und oben drüber Holz. Ja. Geht aber nicht ganz. Liegt das an der Holzsorte? Holz links und rechts. Ach so. Und Half-Steps drüber. Gut, auch genau andersrum. Gut, ja, ich habe mich jetzt an davon die Erklärung von. Brauchst du drei Stück. Ich wollte den Cauldron bauen. Und ich glaube, ein Zauberstab. Das geht genauso wenig. Wie? Ja, wenn ich rechts zwei habe. Warte mal, ich mach's mal an dem großen Crafting-Tisch, damit du das sehen kannst. Ja, genau. Warte mal, der große Crafting-Tisch ist hier. Kannst du da reingucken? Ja, so, das ist hier am Rand Holz? Nee, nur eine hoch. Ach so, nur eine hoch. Ja, warte, das ist doch. Jetzt. Okay. Ja, und dann halt Spruce Wood Slabs drüber. Genau. Ach komm, da. So, ja, jetzt geht's. Ja, jetzt davon drei Stück. Und dann. Juhu, Moment, da fehlt aber hier noch ein bisschen was an den Slabs. Dumm, dumm, dumm. Dumm. Dumm, 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 dumm. Ja, so baue ich immer. Mach immer dumm, 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 dumm. Dann kann ich im Kopf mitzählen. So, dann hast du deine Wasserquelle da. Guck, dann baue ich hier die Tische hin, die drei, hier rüber. Welcher Seite? Hier anfangen und hier rüber. Genau, und jetzt brauchst du einmal. Zauberstab drauf. Zauberstab auf den äußeren hier, wo ich jetzt draufstehe. Okay. Dann liegt der Zauberstab jetzt auch da drinne. Und jetzt für hier brauchst du Schreibzeug. Und zwar braucht man da, glaube ich, Papier, eine Feder und Tintensack, genau. Okay, haben wir da noch welche oder muss ich mal gucken? Ich guck mal. Papier kann ich dir eins geben. Papier, Tinte haben wir noch welche. Jo. Und Feder haben wir auch noch. Ich leg's mal hier in dein. Jetzt kannst du es in dein Crafting Table reinlegen. Ja, das passt, danke. So, das da hier und das da hier. Irgendwie angeordnet, speziell. Ich bin gerade im Überlegen. Warte mal, ich gucke einfach mal das Rezept nochmal schnell nach. Warte, ich kann es selbst nachschauen. Eine Glaspinole brauchst du. Du brauchst einen Glasbottle. Und Feder und Tintensack. Also Papier brauchst du gar nicht. Boah, wie viele Betten gibt's hier? Unglaublich viele. Feder brauch ich gar nicht. Nee, doch, Feder, Papier brauchst du nicht. Eine Glaspinole. Wir hatten aber auch schon welche. Ich hatte ja auch selber eine gemacht. Gut, ansonsten. Ich schmeiß dir die gleich rüber. Ich sehe das aber gar nicht in dem U drin beim Craften-Rezept. Dieses Rezept. Irgendwie das komischerweise. Bei Tintensack war das, glaube ich, nicht mehr drin. Bei Feder auch nicht. Warte mal, das ist nur das. Normales Glas brauche ich. Haben wir natürlich. Hattest du nicht noch ein Thema für die Folge? Ich hatte noch ein Thema für die Folge, so jetzt sind wir noch gar nicht gekommen bis jetzt. Ja, das ist nämlich das genau, Ding. Genau, ihr solltet ja, oder was ist hier, solltet ihr, könnt Themenvorschläge posten, die wir ansprechen. Und es kommen immer so ganz geniale Sachen. Auch du machst das jetzt mit dem Glas hier, oder? Ja, ich guck gerade, das müsst also, du mit normalen Glas machen. So ganz geniale Themen wie zum Beispiel Klopapier. Ja, das ist ein cooles Thema. Ja, würde ich mal sagen. Können wir ein Stückchen drüber reden? Ich würde mal sagen. Nee, ganz ehrlich, ist für den Arsch. Ist für den Arsch. Ja, stimmt, Sandpapier ist meistens schlecht, also sollte man nicht nehmen. Ich habe da das Glas reingelegt an die Stelle. Achso, okay. Rezept rausnehmen. Ah, okay, gut. Dann und damit klickst du jetzt auf den Tisch. Passt, dankeschön. Genau, dann den Cauldron auch einmal mit dem Zauberstab anklicken. Du hast jetzt Wasser unten drunter, du brauchst eigentlich Lava. Achso, ja, stimmt ja. Zauberstab anklicken.
Genau, und jetzt hast du die gleiche Anordnung wie ich. Jetzt können wir hier zusammen forschen in unserem Keller. Hier werden wir Yay. auch nicht überrascht. Das stimmt. Ich nehm's raus. Jetzt habe ich gerade wieder Dings geholt. Ah, egal, passt. Lava hole ich mir dann noch irgendwie jetzt bald, wenn es geht. Kessel brauche ich erstmal noch nicht. Aber ich kann zumindest forschen und ich tue jetzt erstmal ja auch ein klein wenig das Zeug noch rein. Moment. Ein anderes Thema, ich weiß nämlich noch, was du gesagt hast, und zwar Cannabis und dass das legalisiert werden. Genau, Legalisierung von Drogen. Also ich habe es nicht gebraucht bis jetzt und bin eigentlich auch ehrlich gesagt dagegen. Oder was heißt dagegen? Ich sag mal so, solange ich es nicht nehmen muss, ist mir das eigentlich schon fast egal. Auch wenn ich es Ja. dann wiederum nicht gut finde, dass es legal wird und schon Jugendliche, ich sage jetzt mal zum Beispiel auch meine eigenen Kinder später mal dann früh mit dem Zeug in Kontakt kommen. Das wäre natürlich uncool. Ja, es ist natürlich sehr uncool, aber zum Beispiel Cannabis, also ich will es jetzt nicht verteidigen. Nicht, dass ihr denkt, ich verteidige das. Aber ich möchte damit einfach sagen, es ist ja auch gut, wenn man Gelenkschmerzen hat oder sowas. Also als Medizin ist es relativ gut. Das Problem ist, an sich ist die Droge Cannabis gar nicht so schlimm. Sondern? Was daran schlimm ist, dass das so eine Scheißegal-Droge ist. Du kriegst da eine Scheißegal-Einstellung. Du wirst davon jetzt nicht mehr abhängig. Das ist keine wirkliche Einstiegsdroge in dem Sinne. Also wenn du Cannabis rauchst, kriegst du nicht das Bedürfnis nach mehr, weil du keine Kicks dadurch bekommst, meiner Meinung nach. Also was ich so gehört habe. Ich selber nehme überhaupt keine Drogen, verabscheue das auch. Aber um das Ganze mal zu verteidigen, obwohl ich dagegen bin, möchte ich das jetzt einfach mal sagen. Weil wenn wir beide dagegen sind, dann können wir nicht diskutieren. Aber ich Na. finde, dass zum Beispiel Cannabis hat halt einmal so einen medizinischen Aspekt. Danach, es ist noch eine Pflanze, es ist also nichts Künstliches, Hergestelltes. Es hat halt so eine berauschende Wirkung wie Alkohol. Von Alkohol wirst du auch ein bisschen bedeppert im Kopf. Das Problem ist halt irgendwie, dass man, wenn man besoffen ist oder den Einwirkung von Cannabis ist, von der Einwirkung von Cannabis ist man halt kürzer. Und ja, ich weiß nicht, ob man Übelkeit davon bekommt, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Das weiß ich nicht, ich hab's noch nie ausprobiert, kann ich nicht sagen. Ich denke mal, vielleicht wird einem schon Schweiß übel nicht. davon. Ich habe einmal in meiner Jugend natürlich auch mal probiert. Ist ja klar, das war irgendwann mal an Silvester. Mir ist davon nur so ein bisschen schwummerig geworden, genauso wie wenn ich Alkohol trinke, aber mehr ist auch nicht passiert. Ja, und Und du hattest deswegen. nicht das Gefühl, du brauchst mehr Stoff. Nee, ich habe überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass ich mehr brauche. Das ist ja das. Also beim nächsten Mal, oder du brauchst es unbedingt wieder, nochmal. Nee, das nicht. Also, das ist ja auch nicht so wie zum Beispiel Meth oder sowas, was man hört, wo man direkt süchtig davon wird und abhängig und dann braucht man immer mehr und das tut das Gehirn zerfressen und man sieht danach aus wie eine totale Leiche. Wo habe ich denn Essen hin? Das müsste in der anderen Kiste vorne sein. Und wo habe ich denn Papier oder Zuckerrohr? Hast du das alles angepflanzt oder ist noch was übrig gewesen? Brot haben wir. Ich lasse ein bisschen Brot da und den Rest nehme ich mit. Ich dachte nämlich, dass ich Fleisch noch hätte. Was habe ich angepflanzt? Papier suche ich. Ich glaube, mir Was war habe die ich Hälfte. alles? Alles, ja. Hol's hier raus. 10 Stück. Ich gehe in die Mine. Und ich Und. überlege jetzt gerade mal, wie man am besten hier noch Dingensen macht. Jo, das Feld ist schon wieder komplett fertig. Nee, aber von daher würde ich einfach mal behaupten, dass Cannabis an sich keine schlechte Droge ist, dass es ruhig legalisiert werden kann, aber dass man halt genauso wie bei Zigaretten und Alkohol dann eine Altersbeschränkung drauf machen sollte. Und zum Beispiel, ich rauche nicht mehr, ich habe lange Zeit geraucht und Cannabis ist ja vielleicht so schädlich wie Rauchen. Das Einzige, was hat, ist wirklich diese Scheißegal-Einstellung, die eh schon die meisten Leute auf der, also haben. So, ja, ob ich jetzt arbeiten gehe oder nicht. Ja, irgendwie habe ich aber keine Lust zu arbeiten. Und Cannabis macht das, glaube ich, meiner Meinung nach nur schlimmer. Also, dass man noch mehr eine Scheißegal-Einstellung bekommt, als es eh schon gibt. Okay. Also ich, wie Und. gesagt, ich habe man sich noch gar nichts im Sinne von Rausch so zu tun gehabt mit der ganzen Geschichte. Ich kann ehrlich gesagt überhaupt nicht mitreden. Ja, du hast doch bestimmt mal ein bisschen einen über Durst getrunken, oder? Naja, Grenze werde ich einmal vielleicht her so vom Gefühl, wo man sagen könnte, der hat schon ein bisschen was drin, aber ansonsten bin ich eigentlich kein sonderlicher Trinker. Okay. Muss man so ausdrücken. Also ich halte mich da, bin dann eher zurück und pff. Weiß Friendship. nicht, also man merkt ja, vielleicht, wenn man ein bisschen was getrunken hat, dann hat man so eine Art vielleicht minimales, ich weiß nicht, wie man es ausdrücken soll, Taubheitsgefühl, kann man das so sagen? Schwindlig wird einem auf jeden Fall. Also mir wird schwindlig. Und ja, die Hemmungen fallen ein bisschen, man ist ein bisschen lockerer drauf. Ja, man wird Und vielleicht ein bisschen lauter oder so, aber. man wird ein bisschen lauter, manche werden unbeherrscht, wenn sie zu viel getrunken haben. Hier war ich schon in der Höhle, hier ist schon alles rausgezupft.
Manche werden halt unbeherrscht, werden lauter, manche geben echt nur noch Blödsinn von sich. Also ich kenne so ein paar Leute, wenn die was getrunken haben, dann kannst du mit denen dich nicht mehr unterhalten. Da macht es auch gar keinen Spaß mehr, dich mit denen zu unterhalten, weil die dann nur noch total gequälte Scheiße von sich geben und vor allem die wiederholen alles. Das ist das Schlimmste. Ich trinke ja auch nicht mehr so viel Alkohol. Ich habe früher, als ich ein bisschen jünger war, so 18 oder sowas, als ich gerade so kaufen durfte, habe ich ein bisschen mehr getrunken, da habe ich auch ab und zu mal einen über den Durst getrunken. Aber ich habe mich nie übergeben, weil ich mich nämlich relativ gut beherrschen kann. Aber oh, jetzt, wenn ich so manchmal mit so ein paar Kumpels zusammen, wenn die was trinken und ich habe nichts getrunken, gar nichts, und die fangen dann an und erzählen mir Stories. Und die holen keine Luft mehr. Und wenn die mit dem Thema fertig sind, fangen die mit dem Thema nochmal vorne an, weil die versuchen, das durch Wiederholen dir irgendwie in den Kopf reinzuprügeln. Und das, ey, das ist so Ja, schlimm. so Zustimmung, muss man sagen, jo, habe ich verstanden, finde ich auch cool, finde ich auch toll. Und dann so, ah, okay, hat's verstanden, ne? Du sagst so, er so, der neue BMW ist total geil. Und ich so, ja, interessiert mich jetzt nicht so wirklich. Aber der neue BMW, weißt du, der fährt so, ne? Der fährt so nach links. Der neue BMW. Und ich so, ja, stimmt, du hast recht. Ja, und weißt du, aber der neue BMW, die fangen halt an, so als ob die so, keine Ahnung. Es gibt aber auch welche, bei denen merkst du es gar nicht an. Zum Beispiel bei mir, wenn ich betrunken bin, merkt man es gar nicht an. Oh Gott, ich werde verfolgt. Mir merkt man es komischerweise gar nicht an, wenn ich betrunken bin. Nee, ich habe keine Lust, gegen diesen Beschwörer da zu kämpfen. Gerade deswegen hau ich vor dem ab. Ja, aber bei anderen, das nervt schon teilweise. Ja gut, also ich bin noch nicht so oft unterwegs, sag ich jetzt mal, wo ich es merke, aber ich finde es mal so vielleicht ein bisschen lästig. An Silvester war ich unterwegs, wenn jemand über dort dein Zeug, dein Getränke umkippt oder so. Mir ist zweimal passiert, ich stand am Boden oder so, und er hat einfach drüber drauf, einfach umgeschmissen. Das zweite Mal nochmal, weißt du, man kann kaum vernünftig aufpassen noch, sag ich mal. Echt? Der Ja gut. Roboter-Meme. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Das. Boah, Doch jetzt. wirklich zweimal nacheinander. Und warum immer mein Drink? Bei mir ist immer, also mich nervt das halt nur, dass sie immer alles wiederholen und also keine Ahnung, in der Disco sieht man ja auch häufiger welche, die ein bisschen zu viel getrunken haben. Ich glaube, wenn hier Mädchen zugucken, Mädchen müssten das kennen, ich krieg das immer von meiner Freundin erzählt, das Mädchenklo, das muss ja die Hölle sein. Da liegen die am Boden, halb vollgekotzt, die Weiber, oder in den Kabinen, ne? Und keine Ahnung, und Mädchen in der Disco, da sind so viele, du hast aus jeder Kabine, hörst du Stöhnen, Brechen, Plätschergeräusche, es muss total eklig sein. Bei den Jungs ist es eher so, die stehen so neben Pissoirs, sind so total cool, versuchen so einigermaßen gelockert und chillig zu wirken. Einigermaßen noch die Röhre zu treffen. Ja. Boah, ich hatte auch schon Leute neben mir stehen, die waren so betrunken, die haben dann einfach anstatt ins Klo rein, wo wir wieder bei Klopapier wären. Also jetzt nicht direkt Klopapier, aber wo wir halt beim Thema Klo wären, die Ja, haben halt klar. ins Klo rein, voll gegen die Wand dahinter gepisst und hab das gar nicht mitbekommen. So ekelhafte Schweine, das hat voll gespritzt. Ich musste dann so, weißt du, so mitten im Strahl abbrechen. Gut, Strahl, der eigentlich normalerweise locker rauskommen sollte, wegen den kriege ich noch irgendwann Harnröhrenprobleme wegen solchen Leuten. Den guten Mittelstrahl abbrechen und dann erstmal zwei Pissoirs weiter, damit mich das Spritzen nicht mehr trifft. Deswegen, solche Toiletten sind auch total ekelhaft. Ja, okay, schon hatte ich kenne das dann zum Beispiel, weißt du, Kirmeszelt, ne? Ja. Und, was haben wir jetzt gemacht hier? Ach nee, da ist nur Eisen drauf, ja, das ist blöd. Und auf einmal kommt einfach einer aus dem Zelt rausgestolpert oder so und 10 Meter weiter weg, ne? Ist noch Parkplatz, alles Wiese, sieht halt einen Baum stehen. Aber drumrum stehen Leute, das ist mitten auf dem Kirmeszeltplatz sozusagen, wo über die Leute stehen. Warum pinkelt der einfach an den Baum? Jeder guckt zu. Und natürlich sieht man da alles, klar. Alles Ja. hier, guck mal, ist ja voll klein. Aber gut, ich habe auch schon Weiber gesehen, die vor der Disco am Boden lagen und komplett nackt waren, weil sie sich ausgezogen haben halber oder weil irgendjemand durch die Gegend getragen haben und dann gucken die Dutzen raus. Irgendjemand hält die so von hinten und die tragen die so in Richtung Auto und dann fallen die Brüste unten raus und die sind so betrunken, dass sie es nicht mehr mitbekommen. Das muss doch endpeinlich sein. Also ich jetzt zum Beispiel nicht, ich schäme mich jetzt nicht dafür, wenn ich mal irgendwo, keine Ahnung, ich gehe auch Sauna und sowas. In Poblitzer lasse. Ja, wenn mein Po mal rausspitzt, das macht mir jetzt nicht so viel aus, aber ja, gerade wenn man jünger ist, dann ist man ja viel anfälliger für so, dass einem sowas peinlich ist noch. Und ich glaube, wenn man sowas nicht haben möchte, also, dann sollte man die Finger von Alkohol lassen, weil unter Alkoholeinfluss, da bist du echt,
da machst du die peinlichsten Sachen, auch unter anderen Drogen. Wenn ich da so, ich habe mir mal so Videos angeguckt, wo die Meth nehmen, gell, oder nee, wie heißt das? Bad Salt. Das ist so eine Ja. neue Droge. Bad Salt hast du bestimmt auch schon mal gehört. Nee. Zombie-Droge. Keine Ahnung, sag mir nichts. Ich bin nicht so bewandert in dem Fach, keine Ahnung. Ja, Bad Salt ist so eine Droge, die da hat in Amerika, die ist halt relativ neu. Die wird eigentlich quasi genauso wie die Crocodile-Droge. Also ich gucke halt Kenne ich viele. genauso wenig. Achso, ich gucke viele Reportagen über sowas. Und zum Beispiel die Crocodile-Droge und sowas, das ist pures Gift. Das macht die Leute aber high und ist total günstig. Und das zerfrisst deinen Körper. Innerhalb kürzester Zeit bist du komplett, du siehst widerlich aus. Die faulen die Gliedmaßen ab, dir schimmelt alles am Körper, dein ganzer Körper fängt an zu schimmeln. Und dann frage ich mich, ja, viel Spaß. Also da muss der Kicker echt extrem gut sein, dass ich meine Gesundheit, wo ich weiß, innerhalb von einem Jahr sterbe ich, wenn ich die Droge anfange zu nehmen oder so. Also wenn ich. Kann innerhalb von einem Jahr sterben daran und in 80% der Fällen verändern sich die Körper halt schon extrem. Gibt so Vorher-Nachher-Bilder auch. Und da frage ich mich, muss das echt sein, dass man sowas nimmt, auch wenn man davon einen Kick bekommt? Ohne Deswegen mich. ist Cannabis vielleicht gar nicht so schlimm. Cannabis verändert ja nur die Einstellung in der Zeit, wo man unter den Einfluss dieser Droge steht. Also das Thema ist relativ interessant, aber wir müssen leider einen Cut machen, weil die Folge ist schon wieder drüber. Dann machen wir in meiner Folge einfach damit weiter. Können wir machen. Okay, dann würde ich sagen, bis gleich. Wir sehen uns in der nächsten LP-Folge von Magicraft und tschüss.